So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 119. Folge von Forza Horizon 3, heute im Peugeot 205 T16. Ein Fahrzeug der Gruppe B, also ein Rennfahrzeug, den wir heute mal ein bisschen tunen und natürlich auch fahren. Dieses wunderschöne Schmuckstück hier aus Frankreich. Der eigentlich für meinen Geschmack nicht so schöne Autos bauen, aber der hier, ich meine, erstens ist es ein Rennwagen, die sind meistens immer ziemlich schön, ziemlich geil. Vor allem ist ja auch geschichtsträchtig, weil Gruppe B, ich meine, das ist eine Rennserie, die ich sehr gerne mag, wo unter anderem Fahrzeuge mitfahren wie der Audi Sport Quattro S1, der Ford RS 200, was ist da noch alles, der Lancia Delta S4, der MG Metro, wer ist denn der? Ne, also, wisst ihr, was ich nicht meine. Und der hier auch eben. Zwar in einer anderen Version, aber halt in, als dieses, dieser Wagen fährt zumindest mit. Der sieht auch nebenbei ziemlich geil aus. Für ein Peugeot, also sieht echt gut aus. Machen wir kurz alles auf, hier die wunderschöne Motorhaube. Und da sieht man leider nichts, denn der Motor ist nicht vorne, sondern das Ersatzrad. Der Wagen hat einen Mittelmotor, und zwar einen 1,8 Liter Vierzylinder mit guten 200 PS. Kannst du vielleicht so ein bisschen erkennen, wo der Motor ist. Da so in der Mitte, ne? Da so ein bisschen rechts, ja, man kann es glaube ich sehen. Hier auch die Batterie sieht man noch gerade schön. Ja, so ist etwas Spezielles auch natürlich. Allradantrieb ist vorhanden. Auch nur zwei Sitze, einen für den Fahrer und einen vielleicht für den Beifahrer. Wo einer reicht dann ja auch theoretisch. Fünfgang-Handschaltung. Sehr, ich sag mal, spartanisch ausgestattet, aber mein Gott. Was braucht man denn alles in den Wagen? Motor braucht man, Lenkrad, viel mehr auch nicht. Also quasi nur das Notwendigste. So, mal gucken, was wir da so ranbauen können. Das ist leider wieder mal die zweite Aufnahme. Aber diesmal war es nicht meine Schuld. Ich habe vorhin noch aufgenommen. War nur, was ich die ersten 5 Minuten. Und da meinte mein Computer, sich einfach mal sich auszuschalten und wieder neu zu starten. Also erstmal die Aufnahme gestoppt, hat sich Elgato geschlossen. PC ist runtergefahren, wieder neu gestartet. Natürlich war die Aufnahme dann nicht da. Aber gut, naja. Lassen wir es so bei Upgrades. Wir haben da bei Karosserievoranstellung zwei Sachen zur Verfügung. Und zwar einmal haben wir hier. Ein Kit für ein Rallye-Monster. Und dann noch hier das Bergrennen-Monster quasi. Also das Kit hier für Pikes Peak. Denn der Wagen ist halt auch neben der Rallye Dakar auch beim Pikes Peak gefahren. Ein sehr, sehr bekanntes Bergrennen in Amerika. Das ist auch das Kit dafür. Alter, sieht das. Ist ja überhaupt nicht übertrieben, ne? Hier noch so ein, ich sag mal, normales Kit, aber wir werden es einfach so lassen. Den Wagen, hups, normal aufbauen. Natürlich, Bremsen sind ganz wichtig. Weil der Wagen ist alt, oder sie bremsen nicht mal so gut, denke ich mal. So. Federn, Offroad-Federn. Wir brauchen ein wenig Bodenfreiheit. Kann zumindest erstmal nicht schaden. Und der Wagen, der muss natürlich auch noch leichter. Er wiegt jetzt in der Serie noch gute 1,1 Tonnen, aber jetzt auch 80 Kilo weniger. Na, ist schon echt ein Leichtgewicht. Der Wagen ist auch nicht groß, aber trotzdem ein Fahrradantrieb. Ein relativ leistungsstarker Motor. Bei 200 PS auf 1,1 Tonnen, das ist ordentlich, ne? Das ist halt auch noch die Straßenversion und nicht die Rennversion, ne? Also die ist ja noch viel stärker. Auch noch leichter. So, alles ein bisschen einbauen. Aber der Wagen, der ist in der Serie B-Klasse, da wird auch nicht darüber hinauskommen. Also geht es heute wieder etwas gemächlicher zu. Nicht so wie in der letzten Folge mit dem Pagani Zonda. So, der war ja schon ziemlich schnell. Oder davor auch mit dem, mit der Viper, genau. So, vorne und hinten auch, genau. Ja, vorne und hinten 255er. Machen wir. Die Felgen, die sehen bei dem Wagen sogar echt gut aus, muss ich sagen. Die passen einfach. Sind wie so typische Peugeot-Felgen. Sehen bei jedem anderen Auto kacke aus, aber bei diesem Auto, da passen die eigentlich. Felgengröße, ich kann mal gucken, bis wie. Wir haben jetzt 15 Zoller drauf. Das gehen maximal 19 Zoller. Was natürlich komplett Panne aussieht. Ich hätte erst überlegt, 16 Zoller zu machen, aber ich glaube, wir bleiben bei 15er. Wir probieren mal die 16er. Wenn die zu groß sind, meine Güte, machen wir sie gleich wieder runter. Aber an sich gefallen sie mir. Bei den Reifen, da bleiben wir so. Jetzt sind wir schon immer B-Klasse. So, beim Motor, eine Auspuffanlage kriegen wir noch rein. Natürlich als Rennvariante, was denn sonst? Und noch beim Ansaugsystem. Nochmal auch mal das Rennen rein. Da noch eine Schwungscheibe und dann sollten wir fertig sein. Unser Auto hat nämlich 172 Carry. Das sind, oh, wie viel ist denn das? 250 PS, ich weiß das gerade gar nicht genau. Genug auf jeden Fall, denke ich mal. Drüber waren fast 300 Newtonmeter auf nur eine Tonne. Das gefällt mir. Na, die Felgen sind zu groß, das sehe ich jetzt schon.
Und wir gucken jetzt gleich mal nach einem Design. Da wird es sicherlich welche geben. Und ob die gut sind, ist eine andere Frage. Und ob sie mir gefallen. Vielleicht so ein dezentes Renndesign, obwohl ich jetzt das normale Design, das geht auch voll klar. Das wäre jetzt nicht scheiße oder so, ich würde das so auch nehmen. Aber wir gucken mal, was es da so Schönes gibt. Ach du Scheiße. Von Little Vixen. Das ist gut nicht. So, hier Team L'Equipe. Ich hatte Französisch in der Schule, leider. Ach du heilige Scheiße. Ich sag mal lieber nichts zu. So, Rockstar-Lackierung hatte der Wagen sicherlich nicht. Monster auch nicht. Red Bull. Ja, Liberty Work, ne, auf jeden Fall. Ich gucke mal vielleicht nach Gruppe B. Also Group B. Mal gucken, was wir denn da so finden. Was? Dann gebe ich mal auf Deutsch ein. Gruppe B. Findet nix. Ist ja ein Skandal. Dann gebe ich einfach mal Rally ein. Da sollte er eigentlich was finden. Ups. Ja. Die suchen alle Shops. Ja, perfekt. Da haben wir nicht laden. Ich bin da gerade am Lo runter. Meine Güte, runterladen von Assassin's Creed 4. Hatte ich mal wieder Bock drauf. Deswegen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja. Mag ja alles nicht so verkehrt sein, aber bis jetzt finde ich die Designs eher so, naja. Ne, lass uns mal so, komm. Sagen wir so, wie er ist. Wenn er sieht ja auch nicht schlecht aus. Felgenfarbe lassen wir auch so. Mal ein cleaner Wagen. Das ist ein gutes Stück hier. Sieht ziemlich noch klein aus, ne? Muss aber nichts heißen. Wir müssen einen kleinen Soundcheck machen. Alter, Scheiße. Mehr für einen Vierzylinder. Nach Turbomotor. Alter. Alter, voll geil. Ein ziemlich langes Getriebe, Alter. Das ist auf jeden Fall kürzer. So, in Federn. Wir haben hier 26,3 cm vorne und hinten. Das lassen wir auch so. Mit immerhin 0 auf 100, 4,6 Sekunden. Immerhin, ne? Das schafft ja nicht jeder Wagen. Machen wir auf 3,5. Jetzt erstmal alles hier kurz. Ich habe eine kleine Idee bei der Übersetzung. Ob die funktionieren wird, ist eine andere Frage. Ja, ich muss irgendwann noch kürzer. So. Sogar sechs Gänge, ey. Viel brauche ich eigentlich mal gar nicht. So. So, beim Differential, wir haben. Machen mal 70 hinten. Das kann der Wagen auf jeden Fall ab. So, ja, es könnte mir besser. So. Fahren wir hier in die Richtung mal kurz. So. Mal so eine Beschleunigung testen. Jawohl. Das geht auch schon mal deutlich mehr ab. Ja, so mag ich das. Weil das Autobahn falsch auf für das Ding, aber trotzdem. Und der geht auch gut ab. Passt auf jeden Fall. So, wo kann man denn jetzt noch schön hinfahren? Können wir hier, wo ist denn das? Den Berg vielleicht hochfahren? Dann machst du ein Gefahrenschild. So, ein bisschen aufhören geht natürlich auch.
mit über 200 Sachen. Ja, langsam ist der Kleine auf jeden Fall nicht. So, bremsen. Schön gegen Zäune fahren, so muss das. Ja, der Berg kommt auch ganz gut hoch. Und ja. Und hopp. Ach du Scheiße. Au. 138 Meter. Und drei Betonröhren. Glaube ich zumindest. Das hat wehgetan, glaube ich. Hätte wehgetan. Da wäre jetzt wahrscheinlich Schrott gewesen. Ist ja zum Glück alles nur ein Spiel. Dann würde ich mal sagen, starten wir ein paar Rennen. Nur ist die Frage, welches. Ich mache jetzt mal alles hier wieder aus. Und lass mir nur die Strecken anzeigen. Weil der Rest ist mir ziemlich Latte. Auf jeden Fall wären jetzt zur Fahrt rennen. Die Strecke fällt ein. Lassen wir mal lieber. Sowas hier zum Beispiel. Ich will so ein cooles Fahrtrennen haben. Obwohl, das heißt an sich. Das wäre meine ich. Die Hochgeschwindigkeitswüstenfahrt. Wir nehmen den mal. Bei nächster Gelegenheit, wenn. So, durch bitte. Hopp. Mach ich Anna. Aber der Wagen ist echt cool. Ich glaube, alle bis auf diesen Wagen hasse ich bei Peugeot. Also alle Autos. Bei Peugeot, die Autos, die sehen komisch. Sehen richtig, meistens richtig komisch aus. Auch genauso wie Citroën, die sehen auch immer ziemlich komisch aus. Die fahren sich auch nicht so gut, wie ich gehört habe. Ja, vom Innenraum auch nicht so nicht schön her. Sieht auch irgendwie komisch aus. Nicht so die mega krassen sportlichen Modelle. Die mir am meisten gefallen natürlich. Aber der hier, der ist nämlich cool. Muss auch nicht schnell sein. Ich meine, der ist an sich schon schnell. Sind dann vielleicht zu Forza relativ langsam. So, Mini weg da. Kann sich da auch. Muss der alle mobben. Ich dachte das. So, Outback. Hochgeschwindigkeitswüstenfahrt. Mal gucken, wo unser Topspeed sein wird. Okay, Evo gegen den Presa machen wir mal nicht. Hier. Was können wir denn mit. Wir können hier nehmen. Viva la France. Homologation Heroes. 1980er Collection. Ich nehme mal Viva la France. So, nochmal nach. Wolkenregners. Passt eigentlich. Für die 7,7 Kilometer. So, mal gucken, was alles Schönes mitfahren kann. Hier Renault, hier Clio Williams. Hier auch ein Renault Alpine kann ich mitfahren. Renault 5 Turbo, auch coole Autos. Nice. Ich habe gar nicht mal so viele französische Autos, ne? Natürlich Bugatti, ist klar, aber Bugatti würde ich sogar mehr als deutsch ansehen. Weil bei Bugatti wird von VW entwickelt. Also der Veyron Chiron zumindest. Beim EB110 weiß ich es gar nicht. Deswegen eigentlich ist nur der Name französisch und nicht die Entwicklung wirklich. Steckt mehr ein deutsches Team hinter. Oder ein deutscher Hersteller zumindest. Ja, nette Wegelchen. Wir gucken mal, was alles so mitfährt. Gegen was wir antreten dürfen. Wir haben ja auch natürlich den Peugeot 205 T16, den ich auch fahre. Den Renault Alpine GTA, den Renault Clio Williams, den Renault Alpine 110, Renault 5 Turbo. Also eine richtige Renault Army hier. Nur drei Peugeots. Ich und zwei andere. Naja. Quasi jetzt Renault gegen Peugeot. Wer ist der bessere im Rallye-Sport? Achso, nochmal nach Leo, das tut's. Weil er hat, der ist gut. Sieht der Wagen auch nicht. Der Clio sieht süß aus. Dagegen sieht sogar meiner noch groß aus. Gegen den süßen Clio. Ja. Hallo.
Ups. Soll doch ein bisschen früher von der Achse, 70%. Kann auch gerne mit 60 sein. Will ich nach, diesem Rennen hier ändern. So. Mein. Ist das auch so ein Ding? Genau, ist ein Peugeot. Ja, so ein Ding, ne? Ich kenne mich auch bei Peugeot und Renault echt wenig aus. Was ich Modelle oder irgendwie so Geschichte. Ich glaube, Renault ist auch ein relativ alter Hersteller. Peugeot, glaube ich, auch. Auf jeden Fall, ich denke mal so vor 1930 auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht genau. Ich kann auch wieder mal einen Stoß erzählen. Was ist jetzt so? Der Wagen schlägt sich gut. Ist doch. Hui, angenehm schnell. So gefällt mir. So, geht nach dem Ausreizen und zack. Im fünften. Ist echt ein bisschen viel hinten, 70%. Leicht übertrieben. So. Auch das Wasser nimmt der Souveräne hier, der Kleine. Aber fährt sich echt geil. Oh Gott. Glück gehabt. So, mal bremsen. Ui, ui, ui. Rum, rum, rum. Der Gang, der geht's hier. Man hat nur den Turbolader fast gar nicht. Gut, man kann nicht alles haben. Wieder durchs Wasser. Der arme Clio. Da und hier durch Gewässer fahren muss er. Der arme Clio, genau. War beim Zwilling 2017. Während ein Renault fährt. Ein Peugeot, oh meine Güte, ey. Was ist denn heute los hier? Mein Renault und Peugeot klingt ja schon ziemlich ähnlich. Das kann man ja schon mal verwechseln. So, noch letzte Kurve hier nehmen. Ganz mit Vollgas. Aber reicht trotzdem auf jeden Fall für den Sieg. Jetzt hier gerade wieder richtig hart regnet. Und ist im Spiel. Hier draußen ist jetzt gerade schöner Sonnenschein am Sonntag. Dem, ich glaube, 9. April. Bei zwei Peugeots vorne, ne? Der Peugeot, der andere leider auf dem 11. Platz, aber trotzdem zwei Peugeots an der Spitze. Das muss wohl was heißen. Nämlich, dass Peugeot besser ist. In diesem. Ja, vielleicht. An sich so ein Renault Clio, der geht, finde ich, auch noch. Jetzt so ein neuer Clio Airs. Der sieht schon ganz in Ordnung aus. Aber so also bei Peugeot. Das ist jetzt kein neues Modell, was mir jetzt wirklich gefällt. Naja. Aber war, ich finde, ein sehr, sehr schönes Rennen. Natürlich auch erfolgreich. Wie immer sehr verdient. Erster geworden. So, aber hinten, das war eigentlich nicht so viel. Mit den 70%. Wir machen mal. Ich mache jetzt erstmal 60. Sollte eigentlich besser jetzt klappen. So. Jetzt ist die Frage, welche Strecke fahren wir jetzt? Was haben wir hier? Okay. Das ist aber eher so eine Strecke in Surfers Paradise. Sollte am besten eine fahren, die auch wirklich hier in dem Gebiet liegt. Würde ich zumindest versitten. Nee, die sind wir schon öfters gefahren. Ah. Ist irgendwie lustig, ne? Würde ich aber eher zu der hier tendieren. Sind wir die letztens eigentlich gefahren? Ich weiß das gar nicht. Ich finde die an sich ziemlich geil, die Strecke. Nehmen wir die hier am Sägewerk. Ah ne, die ist ja eher so Yarraveli, stimmt. Nee, Idiot. Nee, dann fahren wir. Cooper Pelli, nehmen wir die? Nehmen wir die. Ja. Ist doch ein Halb bis da. Schaffen wir easy. Das regnet, ey. Und Innenraum? Ne, ich denke, geht voll klar. Wir sind alter Wagen, also jetzt nicht die Hightech-Ausstattung. Ich weiß auch gar nicht, welche Assistenzsysteme er hat. Ob er sich überhaupt ABS hat oder Servolenkung oder weiß ich irgendwas. Das Ding ABS wird er haben, oder? Ich meine, das ist von 84, aber.
Kann ich mir schon vorstellen. Dass er nicht ganz lange hier ist. Naja. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Yes. Er sollte einen GRS haben. Wenn er 84 ist. Das hat eigentlich mal da schon relativ weit verbreitet. Die sind noch nicht in allen, aber ich denke, das war schon. War nichts Unbekanntes auf jeden Fall. So. Es regnet heute wieder, ey, meine Güte. Das ist in der Wüste. Oder Outback. Mach ich einmal. So, und. Die Eisen. Ja, Bremsen sind in Ordnung. Das haben wir doch geil, finde ich. Für so einen wirklich süßen Vierzylinder. Macht auch nicht gerade auf. So, Outback, Cooper, Paddy. Wieder ein Fahrtrennen. Wir nehmen, glaube ich, wieder Viva la France. Natürlich nur französisch, Auto, Sonnenaufgang, wolkig. Wir lassen es auch wieder. Und nehmen natürlich wieder unseren kleinen Peugeot hier. Naja, ziemlich geil. Auch diese Lackierung hier mit dem grauen und diesen roten Akzenten, das passt auch wirklich. Kann sich sehen lassen. So. Wieder jetzt quasi Renault gegen Peugeot. Es wird eigentlich keine andere Marke mitfahren. Gehe ich zumindest von aus. Yep. Nur Renault gegen Peugeot. Wir Peugeot in Unterzahl, muss aber nichts heißen. Schnell Clio vor mir. Doppelkupplungsgetriebe. Richtig geil. Er fährt sich schon besser. Als mit 70% hinten. Das gefällt mir schon deutlich mehr. So, gut überholen hier wieder. Solange er einfach schnell ist. Doch einen halbwegs guten Fahrer am Steuer hat. Das macht echt Laune hier. Im Kleinen. Das war der vierten drin. Weiß kann. Gerade eine nette Kette da oben. Die ich auch schon gerne behalten. Ich bin auch gerade ziemlich hier am Dominieren. So, knapp 70.000 Punkte. Wieder ordentlich EP nach dem Rennen hoffentlich. Der Wagen, der fährt sich grandios. Also dem, was er machen soll, da schlägt er sich ausgezeichnet. Ja, aber die Kurve, die war scheiße. Lag gar nicht am Wagen, sondern nur an mir. Ich merke leider hier nichts für. Viel zu warm die Kurven. Der R-Rad macht gute Arbeit. Bremsen sind okay. Wiegt nicht so viel die Karre. Sieht auch gut aus. Was will man mehr? Das war ziemlich scheiße. Wie viel Zeit liegen lassen. So, ist wieder rechts. Das war ziemlich langsam. Hat aber trotzdem noch ganz gut Vorsprung. Also noch ist mein erster Platz nicht in Gefahr. Kann sich aber leider schon sehr schnell ändern. So, 80% rum. Dann ist quasi gleich vorbei. Sollte wieder ein Sieg werden. Das Folge eigentlich wieder zwei Siege. In der letzten Folge leider nicht so gut. Aber ich glaube, ich im ersten Rennen Dritter und im zweiten Rennen Zweiter. Oder umgekehrt. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Jetzt sind wieder zwei Siege. Also wirklich toller Wagen. 1A. Habe ich nicht zu meckern. Und das, obwohl es ein Peugeot ist. Und wieder zwei Peugeots vorne, ne? Also das muss ja wohl echt was heißen, das Renault. Das. Mein Gott. Das Peugeot einfach besser ist als Renault.
Zumindest hier in diesem Duell. In dieser Klasse. So, wieder knapp 14.000 EP. Kann ich mit leben. Und EP-technisch liegen wir da bei 9.500. Finde ich auch in Ordnung. Für die 2,5-3 Minuten Arbeit. Also vom Wagen bin ich echt überrascht. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Warte mal. Was fährt denn der Typ da? Ja. So. Hallo, mein Freund. So. Chance the Raptor. Wo müssen wir denn hin, mein Freundchen? Okay, ich glaube, abkürzen lohnt nicht viel. Ich meine, das ist schneller, Alter. Ist nicht gerade wenig. Ich meine, das muss ich noch machen. So. Alter, ist aber langsam, der Typ, ne? Ja, gut. Ja, wo ist der Typ denn? Naja, soll mir egal sein, sind meine Credits. Er kennt ja nix, der Typ, Alter. Das, obwohl ich scheiße gefahren bin. Und zack, gewonnen. Mein Geld. Ja, Alter, das ist aber so geil, ne? Für die kurze Zeit so viel Geld. Wenn es auch so viel EP geben würde, ne? 50.000 EP, das wäre es ja noch. Ja, sehr gut gemacht, Forza. Die Folge war leider auch wieder zu Ende. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem wieder anderen Auto. Läuft, denke ich mal, wieder ein wenig schneller. Alter, ne? Was ich gerade gemacht habe, ist wieder super. Steht perfekt. So. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.